Bayerns Königstransfer Leroy Sané im Check, Mega-Deal oder Mega-Risiko? Der Kaugummi-Transfer, der ist endlich in trockenen Tüchern und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Transfermarkt-Show. Leroy Sané ist ein Münchner. Fast ein Jahr hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic um den deutschen Nationalspieler gekämpft und jetzt hat er ihn bekommen. Im Sommer 2019, als die Bayern Leroy Sané ja auch schon haben wollten, da hätten sie womöglich einen dreistelligen Millionenbetrag zahlen müssen. Jetzt haben Bratzo und Co. die Ablösesumme auf 49 Millionen samt Boni gedrückt. Corona und die schwere Knieverletzung von Sané machen es möglich. Gut, das jährliche Gehalt von 22 Millionen Euro, das ist auf jeden Fall eine Stange Geld. Wobei Bratzo für sein Meisterstück eigentlich überall gelobt wird. Und wir wollen heute mal die Frage klären, ob zu Recht oder Unrecht. Rein sportlich gesehen, da sieht der Deal für die Bayern auf den ersten Moment großartig aus. Denn sie bekommen einen absoluten Ausnahmespieler, der auch noch so ein bisschen diese Straßenkicker-Mentalität in sich trägt und quasi jederzeit für einen ganz speziellen Moment sorgen kann. Für die Bayern heißt das ganz konkret, dass sie auf dem linken Flügel noch mehr Qualität bekommen. Und für den etatmäßigen Linksaußen Kingsley Coman könnte es bedeuten, dass er in der kommenden Saison vielleicht auch öfters mal auf der Bank Platz nehmen muss. Wobei die beiden eigentlich auf einem ähnlichen Niveau agieren. Wir haben mal Sanés Werte aus der vergangenen Saison genommen, da er in dieser Spielzeit nur eine Partie gemacht hat. Und ja, er ist in gewissen Dingen besser als Coman. Die Toreffizienz zum Beispiel, da wird Coman ja auch immer wieder vorgeworfen, dass er vor dem Kasten einfach zu wenig Torgefahr ausstrahlt. Hier ist also Sané der klare Gewinner, aber schaut euch mal den Dribblingwert an, da ist Coman einfach eine Maschine und eben auch deutlich besser als Sané. Für Coman könnte es in der kommenden Saison also deutlich häufiger auf die Bank gehen, zumal er auch oftmals zu unkonstant spielt. Und für einen anderen Konkurrenten, nämlich Leihspieler Ivan Perisic, da könnte es komplett zurück zu Inter Mailand gehen. Denn mit der Verpflichtung von Sané hat der kroatische Linksaußen wohl keine Zukunft mehr in München, zumal er, was das Gehalt angeht, bei einem Kauf auch viel zu teuer für die Bayern geworden wäre. Mit Sané, da gehen die Bayern auf jeden Fall den Weg weiter, möglichst viele deutsche Nationalspieler in ihren Reihen zu haben. Wir haben mal eine Aufstellung für euch gebaut und zählen 6 Nationalspieler, Sané auf links, Gnabry auf rechts, Kimmich und Goretzka im zentralen Mittelfeld, Süle in der Abwehr und Neuer im Tor. Der FC Bayern Deutschland sozusagen, vor allem die Flügelzange, also Gnabry und Sané, die ist schon sehr nett anzuschauen. Das Duo, das hat ja auch schon in der Nationalmannschaft relativ gut funktioniert. Und mal ganz ehrlich, die beiden, die werden wahrscheinlich auch beim FC Bayern gut harmonieren. Im Dribbling ist Gnabry einen Tick stärker als Sané. Dafür ist der ehemalige City-Außenstürmer besser in Sachen Toreffizienz. Die anderen Werte sind allesamt ziemlich identisch. Nur kommt der eine bevorzugt über links und der andere eben über rechts. Passt also ziemlich gut zusammen. Ein neues Traumduo auf jeden Fall und vielleicht ja auch so ein bisschen Rip-Rob 2.0. Mit Gnabry und Sané könnten die Bayern die Erben von Ribéry gefunden haben. Wobei man sagen muss, dass Ribéry, der ja über Jahre den linken Flügel der Bayern beherrscht hat, in seinen guten Saisons in vielen Bereichen schon noch deutlich besser war als Sané. Wir haben mal Ribérys 2016-2017er Saison genommen und es gibt schon brutale Unterschiede zwischen den beiden. Der Dribblingwert heftig beim Franzosen im Vergleich zu Sané und auch bei allen Passwerten, also Passgefahr, Kurzpass, Annahmepositionen, ist Ribéry besser. Der Typ ist einfach eine Legende und hatte in seiner Hochphase noch ein ganz anderes Niveau als Sané in seiner starken vergangenen Saison. Sané hat, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, auf jeden Fall das Potenzial, in die Fußstapfen von Ribéry zu treten, wobei das Prädikat Weltklasse, das hat er sich noch nicht verdient. Zur WM 2018, da hat ihn Bundestrainer Joachim Löw nicht mitgenommen, auch aufgrund zwischenmenschlicher Probleme. Und in seinen 4 Saisons bei Pep Guardiola, da war er zwar ein guter Spieler, aber nie ein richtiger Stammspieler. Sein Stil ist an manchen Ecken vielleicht noch so ein bisschen zu verspielt und manche Kritiker, die werfen ihm auch fehlende Mentalität vor. Dazu natürlich noch die Verletzungsgeschichte, denn sein letztes richtiges Ligaspiel, das hat Leroy Sané am 6. Mai 2019 gemacht, also vor mehr als einem Jahr. Klar, er hat vor gut einer Woche sein Comeback gegeben, aber der Deal hat für die Bayern schon noch ein gewisses Risiko. Denn wer verspricht ihnen denn, dass Leroy Sané nach seiner schweren Knieverletzung wieder ganz der Alte wird? Kann er noch so dribbeln wie früher? Kann er die 1-gegen-1 Situation noch so lösen wie früher? Die ganze Explosivität natürlich auf jeden Fall. Eine Knieverletzung, die kann schon relativ viel kaputt machen, muss aber nicht. Trotzdem alles große Fragezeichen, die den Deal so ein bisschen in ein anderes Licht rücken. Deswegen auch die Frage an euch, werden die Bayern für den Deal vielleicht zu sehr gehypt und ist er vielleicht gar kein Königstransfer? Schreibt es gerne in die Kommentare. Fakt ist aber, auf dem Papier, da haben die Bayern mit Sané jetzt eine Top-Truppe beisammen. Coman, Gnabry, Sané über die Außen, das ist auf jeden Fall eine Kombi an Flügelspielern, die gibt es nur bei ganz wenigen europäischen Top-Clubs. Heide Witzka!
Dazu der formstarke Müller hinter den Spitzen und vorne natürlich Robert Lewandowski. Das ist schon eine geballte Offensivkraft, die die Bayern da in der kommenden Saison am Start haben. Und es ist auch so ein bisschen Statement Richtung Europa. Und auch hier nochmal die Frage an euch, sind die Bayern mit Sané vielleicht jetzt die Nummer 1 in Europa oder reicht es eben noch nicht? Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, dazu natürlich liken und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder.